Ist euer Russell 770 für Hype 770. Willkommen zur neuesten Kanalvorstellung und Bewertung. Diesmal geht es um den Kanal von Frieda lebt. Ja, das ist kein Let's Play-Kanal, so viel kann ich schon mal sagen, aber wir gehen ja wie bei jedem Kanal zum äußeren Erscheinungsbild. Ist schlicht gehalten und ist ein... Ja gut, ich bin jetzt auf Feeds gegangen. Langer Kanal. Ist auch ganz nett gemacht mit der Hintergrundfarbe, auch so ein bisschen Effekt mit reingebracht mit Helligkeit und Dunkelheit. Was mir aber fehlt, sind vielleicht könntest du ja, weil du ja keine Let's Plays machst, ist das Avatarbild natürlich auch ganz cool gewählt, aber vielleicht so ein Foto von dir alleine. Und das hier vielleicht ein bisschen rausziehen, einmal machen, groß vielleicht, groß. Also nicht so klein, ein bisschen größer und dann vielleicht noch so ein paar Fotos von dir selber auf den Kanal hier mit draufbringen. Das wäre eigentlich auch noch eine coole Idee, oder? Finde ich jedenfalls. Also kannst du dir ja mal überlegen. Und wie ihr seht, ist das schon auf den neuen Kanal Design umgestellt. Hier fehlt aber angesagt. Ja, gehst du dann einfach bei Kanal bearbeiten auf die... Ja, weil hier fehlt auch, ja, wenn du jetzt zu Videos gehst... Hier kannst du es einstellen als Blogger, kannst du dann noch so, ja, diesen Bildschirm, den du auch im alten Kanal Design hattest, hättest du dann wieder. Ne, da kannst du dann bei angesagt dann vielleicht die neuesten Videos abspielen und so weiter. Das geht dann bei bearbeiten. Ja, ansonsten ist es sehr schwer, diesen Kanal zu bewerten. Schauen wir mal kurz Playlists, Favoriten und Labern, okay, weil ich kenne mich mit dem neuen Design auch noch nicht so richtig aus. Ich weiß, dass man Feeds, hier sieht man die Kommentare, okay, gehen wir mal zum Rundown, also Frieda lebt halt. Hat 206 Abonnenten, hat 16.392 Videoaufrufe, ist seit 3.6.2011 dabei und hat auch Twitter. Also da, wenn ihr mit ihr twittern wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ja, ist sehr schwer. Also ich tue mich ja immer noch schwer mit, wenn Kanalvorstellungen mit den neuen Designs sind. Bald müssen wir damit ja komplett uns zufrieden geben, weil ab 7.3. ist es ja sozusagen Pflicht. Also das Einzige, was ich sagen kann, hier noch so vielleicht in Blogger-Style, da kannst du hier ein Video abspielen lassen, das ist dann einfach, wo der Bildschirm ist, ist dann rechts da so ein Link sozusagen zum Bearbeiten und da kannst du dann Videos aussuchen, die du abspielen willst. Mal überlegen, weil das ist dann noch ein bisschen, ja, schöner, finde ich. Ja, also wie gesagt, mal überlegen, ob du hier vielleicht ein paar Fotos von dir machst mit... Ja, schöne Fotos aussuchen, natürlich in guter Qualität, ist auch ganz klar. Gut, dann schauen wir mal, was macht sie denn so? Ja, ist schwer zu sagen, weil die hat nicht so viel, da könntest du auch nochmal überlegen, auf deiner Kanalbeschreibung mal ein bisschen was zu schreiben, was eigentlich so bei dir angesagt ist, ne? Was die Leute so bei dir sehen können, was den Leuten hier halt erwartet. Also sie macht so Videos über Twitter oder so Geburtstagsgrüße und ja, wie gesagt, ich steige mit dem Kanal noch nicht so richtig durch, was hier eigentlich ist. Also, ja, schauen wir doch mal so in einem Video mal rein. Also, ganz kurze Vorstellung sozusagen. I'm
Ne? Also hier kann man immer ein bisschen kürzer, weil es ist kein Let's Play-Kanal, wie gesagt. Ja, ich habe auch mal in den einzelnen Videos durchgeschaut. Also das Problem ist, du hast immer so Schwankungen in deiner Videoqualität. Mal hört man dich richtig gut, dann mal wieder leise. Dann ist das Bild auf HD, also ohne Render. Dann hast du es wieder auf 480. Dann hattest du wieder Renders mit 720, 1080. Dann mal so einheitlich mal was finden, ne? Also sprich, kontinuierlich eine Qualität liefern. Ja. So, weil bei manchen ist der Sound wirklich ein bisschen schlechtig zu hören. Bei manchen ist das wieder top. Na, wenn man jetzt mal das Neueste nimmt, hier können wir da mal schnell reinschauen. Na, hier sieht man dann wieder. Na, Scheiße. Alexander dort. Na, hier ist wieder. Meine Oma wurde immer da. Ja, also die Sachen sind auch auf ihre Art und Weise lustig gemacht. Hier auch 480, aber wieder keine Ränder. Also ein bisschen verwirrend. Und manchmal hast du so ein kleines Bild, das ist dann aber auf 720. Also ist ganz komisch. Also wie gesagt, mal eine Qualität raussuchen und dabei dann auch bleiben. Ne, wo war denn das? Ich glaube, wo war denn das? Ich glaube, hier war das, glaube ich. Ja, 720. Aber kleines Bild. Also ist ganz, also na, wie gesagt, eine Qualität fahren. 720 hast du drauf, kannst du machen, dann mach es auch, bitte. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du eine neue Kamera dir geholt hattest da zwischenzeitlich und ja, das Renderprogramm vielleicht noch nicht so richtig läuft, aber versuche es wirklich mal kontinuierlich auf 720 zu lassen und dann natürlich auch in Vollbild und nicht mit so Balken. Aber ansonsten ist das echt mal hier mal wert drauf zu gucken. Also es sind viele kleine lustige Videos, nicht jetzt so lang, die sind so im Schnitt, ja, so im Schnitt so 3 Minuten kann man sagen. Also es ist eine lustige, leichte Unterhaltung für zwischendurch mal, also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ne? Ja, und wie gesagt, versuch mal wirklich, dein Kanal sieht von der Hintergrundfarbe echt klasse aus, nur es fehlt hier so ein bisschen was. Das einmal deinen Namen ein bisschen größer und dann vielleicht so ein paar lustige Fotos, die du mit deiner Freundin zusammengeschossen hast oder alleine. Sollten aber schöne Fotos sein, also sprich in guter Qualität auch. Und dann überleg mal, ob du hier bei Feeds war das, glaube ich. Genau, hier noch ein bisschen was über dich reinschreibst. Es werden 150 Zeichen erlaubt im neuen Kanaldesign. Zum Beispiel: Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Hier erwartet euch das und das und das und das und das. Ja, und dann vielleicht auf Blogger umstellen. Dann hast du hier wieder so einen kleinen Bildschirm. Und da kannst du dann im Bildschirm, gibst so ein Klickmenü, kannst du es dann halt dein Video aussuchen, was du dann abspielen möchtest. Das ist immer noch mal so ein bisschen, sieht dann immer noch ein bisschen netter aus. Ja, also auf Blogger-Style geht das, glaube ich. Ja, ansonsten machen wir weiter so. Hast schon 206 Abonnenten. Dann ist mir aufgefallen, bei fast allen Tags hast du nur ein Tag oder zwei Tags drin, aber dein Name taucht da nie drauf auf. Drauf auf, drin auf, so. Können wir hier mal schnell rein. Zoom in das Neueste. Vor einer Woche kam das gute Stück. Ne?
Wollen wir mal schauen. Berlin, Nils. Na, da fehlt vielleicht, solltest du deinen Namen hier noch mit reinpacken. Dann, was weiß ich hier, alles, was hier dazu, was in dem Video vorkommt. Züge, Bahngleise, Werbe, Stadt, was weiß ich. Hm? Aber dein Name sollte hier auf jeden Fall rein. Dann hast du hier auch nicht so viele Fremdkanäle an den Seiten, sondern mehr von dir. Hm? Dann taucht dann hier viel von Frieda lebt. Ein bisschen was könnte von anderen noch kommen, aber das gehört da eigentlich mit rein. Und viel mehr Text reinkloppen. Kann ruhig zweispaltig sein. Alles, was dir zu diesem Video einfällt. Rumgeblöde, rumgealber, Freund, Bekannte, Zug, Bahnhof. Ne, alles, was dir halt da so einfällt dafür. Ne, aber ansonsten ist das schon ja, schwer, denen irgendwelche Ratschläge auch zu geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist wirklich eine Qualität hier auszusuchen, die der kontinuierlich liefern kannst, 720 und dann in Vollbild ohne Render. Manchmal den Sound mal ein bisschen angucken, dass das bei allen Videos so ein bisschen gleich ist und nicht bei allen so ein bisschen leise, bei allen ein bisschen lauter. Ja, also da mal so ein bisschen auch drauf achten. Ansonsten für leichte, coole Unterhaltung hier echt mal vorbeischauen. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen viel Kritik gewesen, aber dafür sind wir ja da. Ne? Ja, ansonsten schaut den Kanal euch wirklich mal an, abonniert ihn, wenn euch seine Sachen gefallen, gebt Kommentare ab, das geht auch, Kommentare, geht auch mit den neuen, wer es noch nicht weiß, vielleicht hier Kommentare, und dann kannst du hier Kommentar direkt posten, alles läuft über Feeds. Ja, und dann Playlist, okay, du kannst keine Playlist Thumbnails mehr machen, das sieht dann immer so aus, ja, da kannst du auch nichts mehr dran ändern. Ansonsten schaut mal den Kanal wirklich mal vorbei und ja, schreibt mal ein bisschen mehr über dich hier. Ja, ich hoffe, dir hat dein Video gefallen. Bleib am Ball, schaut bei der bei dem Mädel vorbei. Und ich denke mal, durch, wenn du die Tags auch ein bisschen änderst, dass hier noch ein paar mehr Abonnenten so schon drauf springen. Also wie gesagt, Namen rein und Name deines Kanals und wirklich komplett alles, was dir dazu einfällt, in die Tags mit reinknallen. Desto häufiger werden deine Videos angezeigt. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. So, dann habt noch einen schönen Tag, so ein Aufs- und Untergang, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Ich bin hier jetzt raus. Das war Russell770 für Hype770 und vorgestellt haben wir den Kanal von Frieda lebt. Echt mal vorbeischauen bei dem Mädel. Es lohnt sich. Es sind echt ein paar lustige Videos dabei. Echt. Also, ciao, ciao.